Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Heute, meine Freunde, gibt es mal was ganz Besonderes. Ihr könnt schon sehen, wir sind heute nicht zu Hause. Wir sind hier auf einer Rennstrecke. Mit dabei heute Russik und Amir. Was geht ab, Jungs? Was geht, ey, Max? Ja, ja. Nein, erzähl weiter. Komm, mal. Was liest? Seit wann kannst du denn überhaupt lesen, Amir? Was machst du denn hier so oft? Also, ich habe jetzt wirklich jedes Buch durchgelesen und ich habe einfach nach jedem Mathematikbuch gelesen. Es gibt einfach, die Rechnung geht nicht auf, Max. Ich bin einfach besser als so in allem. Ah, okay, alles klar, werden wir noch sehen. Leute, auf jeden Fall heute mal zu einem komplett neuen Format. Und zwar nenne ich das Ganze YouTuber-Tuning-Battle Extrem, meine Freunde. Wenn ihr das Ganze feiert, sage ich jetzt schon mal, lasst ein Like und ein Abo da. Es geht hier um insgesamt 3000 Euro. Also jeder YouTuber hier mit 1000 Euro Einsatz ist kein Problem für euch, Jungs, oder? So ein Tau hier ist doch kein Ding für euch. Ey, das ist ein Ding, aber ich zieh den A ab von also dir. Ist schon, also ist schon Schmalspur, wenn ihr jetzt hier keinen Tausender Einsatz macht. Dann ist schon schmal, ja, von euch. Ich verliere auch kein Geld, deswegen ist ja easy. Ich muss Okay, alles klar. Kurz zur Erklärung. Ihr könnt hier schon sehen, hier stehen 9 Autos. Jeder YouTuber wird gleich 3 Autos kriegen, egal in welcher Kategorie. Mit diesen 3 Autos werden wir dann später ein Rennen fahren und jeder YouTuber kann in der Zwischenzeit seine Autos so auftunen, wie er möchte. Das heißt, wer dann am Ende die meisten Rennen gewinnt, wird die 3000 Euro gewinnen. Dabei ist natürlich auch ein bisschen Glückssache. Wenn jemand Pech hat, dann gewinnt er zum Beispiel nur SUVs oder zum Beispiel da hinten könnt ihr sehen, ist auch noch so eine Oldtimer S-Klasse. Und wenn halt jemand Glück hat, dann kann er zum Beispiel auch 3 Sportwagen, hier Lambo, AMG One, alles gewinnen. Also ist auch ein bisschen Glückssache und dann geht es natürlich noch darum, wer der bessere Tuner, Schrägstrich, Rennfahrer ist, Leute. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze hier mit dem Glücksrad. Wir machen hier direkt mal das Glücksrad auf. Und ich würde sagen, Ladies first. Also komm, Amir, du darfst zuerst drehen. Ja. Bist du bereit? Ach, du komm, Amir, ja, bist du ready? Amir, let's go. Glücksrad. Gön. Was wird das erste Auto von Amir sein? Und es ist ein... Er hat eine Schmalspur A-Klasse bekommen. Also aber ist, egal, ich habe einen Vorteil. Warum denn? Digga, ich war Rennfahrer und bin Autotuner, das seid ihr beide schon mal nicht. Digga, ich bin ja wohl auch Autotuner. Ja, aber kein Rennfahrer. Ah, wir werden sehen, werden sehen. Aber ey, Leute, voll gut, Armin hat schon mal direkt eins der schlechtesten Autos hier bekommen. Okay, komm, Russik, dann, du bist als nächstes dran. Ich mach dir hier wieder das Glücksrad auf. Ja, ich drehe jetzt. Und let's go! Russak dreht das Glücksrad. Was wird rauskommen, Leute? Und es ist... Der S65 AMG könnte auf jeden Fall schlechter sein. Ist übrigens hier auch schon mit Mansory Kit mit Carbon ausgestattet. Also ist auch was für könnte schlechter sein? Das ist krass. Ist schon wirklich eine krasse Karre. Also ich sag dir ehrlich, ist schon wirklich gut. Ja, aber Leute, ich bin trotzdem relativ glücklich, weil es wurde noch keine von diesen krassen Sportwagen hier weggeschnappt. Der Aventador ist noch da, der R8 ist noch da und der AMG One, Leute, was glaube ich sowieso hier das krankeste Rennauto ist, ist auch noch am Start. Okay, Leute, dann würde ich sagen, jetzt kommt mal der Chef hier. Ich drehe auch das Glücksrad. Let's go! Oh mein Gott, komm. Komm, es muss scheiße sein. Ich werde sowieso das krasseste Tune. Du kriegst jetzt die alte S-Klasse. Komm. Nein! Ja, ja, also es war auch noch keiner der Supersportwagen gewesen, aber ganz ehrlich, Leute, Urus könnte schlechter sein. Tulus, let's go! Ich frage einfach Touren, wie der aufgetunt ist. So ein Ding ist das. Ach nee, ich habe ja Tourens Urus getunt. Okay, dann ist als nächstes wieder Amir dran. Wir gucken mal, was gibt's hier noch. Also bei den SUVs ist noch die G-Klasse und der Cullinan am Start. Bei den Sportwagen sind noch alle da. Und hier ist noch so eine S-Klasse Oldtimer. Das wäre so lustig, wenn Amir das auch noch ziehen würde. Amir, bist du bereit? Mach mal hier kein schlechtes Auge für mich, ja? Komm. Okay, komm, komm. Ey, Leute, es geht hier um 3000 Euro. Ein bisschen Auge darf man machen. Ein bisschen Auge darf man machen. Oh nein. So, ja. Komm, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. Was wird er kriegen? Ich guck einfach nicht hin. Was hab ich? Ich guck nicht hin. Der Arm gewonnen. Oh mein Gott. Ey, das war ganz knapp, fast die alte S-Klasse. Aber er hat den AMG One, Alter. Danke fürs Auge machen. Oh, ich glaube, den Wagen kann man krass tunen, ey. Oh mein Gott, er hat den AMG One, Leute. Heftig, okay. Okay, Russak, dann würde ich sagen, du bist wieder dran. Bist du ready für Glücksrad? Ja, okay, komm, jetzt so, mit Ansage Lamborghini. Ja, komm. Ich kann den Lambo ist auch richtig gut. Den Lambo hätte ich auch gerne. Der Lamborghini! Ah, klasse, den hast du ja schon. Wiederholung, nochmal drehen. Hey, ich dachte Jackpot, weil ich meins gezogen habe, darf ich aussuchen. Nein, nein, nein. Dann wird wiederholt. Oh, oh. Ah, Amir, gib mir den zurück. Nein, der ist, der ist auch schon weg. Okay, komm, wir machen nochmal. Ansonsten rutscht es einfach auf ein Feld weiter. Und es ist... Ja, der ist auch schon weg. Eins weiter ist auch weg.
Und nochmal eins weiter. Du hast die alte S-Klasse. Hä? Das ist wirklich. Doch, klar, ich hab gesagt. Es ist dann das, immer das absolut beim nächsten Mal ist ein Feld weiter. So, oh. Ey, er hat die alte S-Klasse. Ich glaube, das ist das Schlechteste. Obwohl, nee, mit dem Rolls-Royce Cullinan ist auch nicht so wirklich ein Rennwagen. Aber es sind jetzt eigentlich bis auf den Rolls-Royce Cullinan fast nur noch gute Autos da. Ich will jetzt auch mal so einen Sportwagen kriegen. Komm, Aventador. Oder R8. Ich würde sagen, ich kriege wieder das Glücksrad. Bitte, was werde ich den Rolls-Royce. Komm, ich will den Aventador. Am meisten würde ich mich jetzt über den Aventador freuen. Aventador. Nein, nein! Amir, mach doch kein Auge, Mann! Echt stabil, gutes Auto, Bro. Mann, der Rolls-Royce Cullinan. Ja, es ist ein geiles Auto, es ist ein Traumauto, aber das ist halt wirklich kein Rennwagen. Der Wagen wiegt viel zu viel, hat eine weiche Federung. Also es wird schwierig. Ey, vor allem, ich habe bis jetzt nur SUVs, ne? Es ist eigentlich nicht wirklich nice zum Rennfahren, aber ich bin zum Glück ein guter Tuner. So, Amir, es sind eigentlich, du kannst eigentlich nur noch gute Sachen ziehen. Also auch die G-Klasse ist eigentlich wirklich der mit der sportlichste von denen hier. Obwohl, nee, der Urus war ja auch noch da. Aber okay, so, wir drehen hier wieder Aventador. Das Glücksrad. So, komm, Amir, Leute, letztes Mal drehen für Amir. Was wird der hier ziehen? Aventador. Ich will den Aventador, nicht Aventador. Ja, ich krieg den R8. Der R8, tatsächlich. Es rückt immer ein Feld weiter, dann ist es quasi der R8. Ist aber trotzdem nice. Ist doch trotzdem sehr nice. Okay. Jetzt sind auch nur noch zwei Autos da, okay? Ich bin sehr gespannt. Russack, das heißt, du bist jetzt wieder als nächstes dran. Russack, du würdest dich wahrscheinlich am meisten auch über den Aventador jetzt freuen, oder? Ich freue mich nicht. Ich nehme ihn jetzt, komm. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Russack, du bist dran. Dreh das Glücksrad. So, komm, Leute. Ey, komm, Russack soll mal die G-Klasse. Er soll mal die G-Klasse jetzt hier kriegen. Oh, das ist der G-Wagon. Let's go. Das nächste Feld quasi ist die G-Klasse. Das heißt, ich habe den Aventador. Nice, Mann. Nice. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, ab jetzt hat jeder so circa 10 Minuten Zeit, die Autos aufzutunen. Es ist alles erlaubt, außer Nitro. Es darf kein Nitro verwendet werden. Ansonsten könnt ihr die Kisten so auftunen, wie ihr wollt. Alles, Beschleunigung, Drehmoment, Driften. Ihr könnt machen, wie ihr wollt. Es geht nur darum, wer die beste Zeit fährt und ohne Nitro. Ich würde sagen, ich bringe jetzt meine Autos in die Tuning-Werkstatt. Dann haben wir 10 Minuten Zeit und dann Abfahrt, Leute. Let's go. So, meine Freunde, wir haben jetzt hier alle drei Autos zu uns zur Tuning-Werkstatt gebracht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Aventador an, Leute. Mit dem Lamborghini Aventador. Mir geht es gar nicht so viel um Optik-Tuning. Also ich werde auch ein bisschen Optik machen, ein bisschen Farbe, andere Felgen, dies, das. Aber gar nicht mal so viel. Es geht hier wirklich sehr, sehr viel. Oh mein Gott, fahr auf die Bühne hier drauf. Es geht hier wirklich sehr, sehr viel um Leistung, meine Freunde. Ich muss hier wirklich alles perfekt aufeinander abstimmen. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren. Ab geht's mit dem Tuning. So, Leute, okay, wir sind jetzt hier im Tuning-Menü drin. Lasst uns als allererstes einfach mal kurz die Farbe machen. Dann haben wir das erledigt, Leute. Machen wir hier einfach was Knalliges drauf. Wie gesagt, gar nicht irgendwie zu viel Zeit jetzt dafür verschwenden. So wichtig ist das nicht. Mir geht es hier echt mehr um die Dings, um wie gut das Auto dann letztendlich ist. So, schwarze Reifen, zack, zack, viel mehr müssen wir hier eigentlich gar nicht machen. Dann hauen wir hier auf jeden Fall einmal das komplette Tuning-Paket drauf. Dickes Auto-Upgrade, so hier Spoiler hinten drauf. Let's go, so kann das laufen. So, dann natürlich noch ganz wichtig, das iCrimex-Kennzeichen hier eintippen. Und schaut euch mal an, wie die Kiste jetzt schon aussieht hier. Zu nice, hahaha. Okay, jetzt würde ich sagen, kommen wir zur Motorabstimmung. Jetzt ganz wichtig, also wir können hier das Tempolimit insgesamt erhöhen. Ich würde sagen, lass uns mal auf 400 km/h erhöhen. Mir ist aber mehr die Beschleunigung wichtiger als die Endgeschwindigkeit, weil die Strecke hat natürlich auch viele Kurven. Ich mache jetzt mal hier die PS-Anzahl mal 3 und das Drehmoment mal 2 multipliziert. So, dann würde ich sagen, testen wir das Ganze mal. So, wir müssen auf jeden Fall hier immer kurze Testfahrten machen. So, hier runter von der Bühne. Bam, okay, let's go. Und dann testen wir mal die Kiste. Ich darf auf jeden Fall nicht ausbrechen. Ich darf damit nicht so viel rumdriften. Das wäre sehr tödlich, Leute. Okay, wir machen mal kurz Beschleunigung. Okay, beim Rausbeschleunigen drehen die Reifen nicht durch, das ist wichtig. Maximale Geschwindigkeit. So, kleiner Speedcheck. So, hier kurz auf der Geraden. Okay. Ich glaube, höchstgeschwindigkeitsmäßig geht da noch ein bisschen was. Ich glaube, höchstgeschwindigkeitsmäßig können wir noch ein bisschen mehr PS können wir noch reinhauen. Drehmoment würde ich gar nicht mal so viel mehr machen. Nicht, dass die Reifen dann so viel durchdrehen. Aber ist schon auf einem guten Weg. Ich will auf jeden Fall nicht ausbrechen. Guck mal, in den Kurven liegen wir noch relativ stabil. So, ein bisschen mehr Leistung können wir noch reinbrettern, aber nicht zu viel. So, dann parken wir den hier schon mal draußen. So, Leute, mit dem ersten Wagen sind wir fertig, aber das war natürlich auch mit eins der einfachsten Autos jetzt rein vom Tune her. Dann machen wir als nächstes mal, gönnen wir uns den schwierigsten, und zwar der Rolls-Royce Cullinan, Leute. Und hier muss ich wirklich sagen,
Ich habe ein bisschen Angst vor der Kiste. Also es ist eigentlich das Auto, was ich mir am wenigsten gewünscht habe, weil ihr seht, das ist einfach so ein großes Auto, wiegt irgendwie, keine Ahnung was, 2,5 Tonnen oder so, viel zu weich gefedert. Also das ist wirklich schlecht zum Rennfahren, muss man einfach sagen. Also viel schlechter könnte es nicht sein hier für auf der Rennstrecke. Hier müssen wir wirklich gucken, dass wir den Wagen irgendwie tiefer legen, stabiler machen, weil mit der Kiste in die Kurven zu fahren, ey, das ist viel, das, durch das ganze Gewicht wird man allein schon rausgedrückt, ne? Das ist ganz einfache Physik, aber wir gucken mal, was wir hier rausholen können aus der Kiste. Wir machen hier erstmal auch wieder Auto-Upgrade, Leute, damit die Kiste hier direkt mal tiefer gelegt wird. Ich würde auch sagen, wir machen hier Rennfelgen drauf, nicht die originalen Rolls-Royce-Felgen. So, zack, hier erstmal schönes Sport. Ganz wichtig, wir brauchen hier die Sportreifen. Zack, 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 irgendwelche dicken Sportreifen drauf, zack, so, Leute. Oder nee, wisst ihr was, wir nehmen die Luxusreifen. So, hier die Carbon-Luxusreifen, schau mal, das sieht doch sogar hier gut aus, Leute. So, wir müssen dem Wagen irgendeine krasse Farbe geben. Ich würde sagen, wir machen den Wagen rot. Wir werden den Wagen einfach rot lackieren gleich. Farbe, wie gesagt, wir halten uns gar nicht so lange an der Optik auf, aber der muss natürlich trotzdem, oh, jetzt sieht der schon ein bisschen beastmäßig aus, ne, so auf rot-schwarz. Das sieht ja schon gefährlicher aus hier. So, Kennzeichen ist zwar auch nicht wichtig, aber so, machen wir auch. Bam, iCrimex drauf. Oder, wisst ihr was, wir dissen wieder die anderen. Wir nennen einen Noob mir. Den nennen wir Noob mir. Und den anderen nennen wir Rustic Noob oder so. Okay, dann Leute, Beschleunigung. Das wird jetzt auch wieder ganz interessant. Okay, jetzt muss ich halt wirklich mal gucken, ey, wie schnell können, was können wir aus der Kiste hier rausholen? Ich weiß es nicht. Wir machen hier mal das Tempolimit auf. Ja, machen wir auch mal wieder auf 400 hoch, aber so schnell wird der aktuell nicht, weil der noch viel zu langsam ist. Und hier machen wir dann, oh, hier können wir schon ordentlich machen. Ich würde sagen mal 5 und hier mal 3,5. Und dann würde ich sagen, müssen wir einfach mal testen. Müssen wir einfach mal testen. Ich hoffe, dass es hier eine gute Rennkiste wird. So, okay, Sound ist auf jeden Fall schon mal stabil. Und dann schauen wir mal, wie schnell das Ding hier wird jetzt. Und wie gut das auf der Straße liegt. So, zack, dann direkt einmal hier rausfahren. Okay, der Wagen driftet schon mal nicht rum. Das ist eigentlich schon mal gut. Und ich sag mal, für so ein schweres Auto, wie es jetzt gerade ist, liegt der doch relativ stabil, weil wir den natürlich tiefer gelegt haben. Ihr wisst, Leute, ich bin immer sehr, sehr bedacht, was so Tunings angeht. Ich denke da immer viel nach, wie der Wagen von der Physik her ist. Könnte rein von der Beschleunigung her noch ein bisschen schneller sein. Ist natürlich dann nur die Frage, ob wir dann auch wieder an Dings verlieren. Ob wir dann auch wieder an Kontrolle verlieren, ne? Weil jetzt gerade lässt der Wagen sich sehr gut fahren. Ist aber noch ein bisschen langsam. Muss ich leider sagen. Wird schwierig damit zu gewinnen. Aber ich werde natürlich mein Bestes gleich geben. Test mal. Oder wir machen mal 0 auf 100 Test, Leute. Und wir sind auf 100. Und 200. Und ich glaube, 300 schafft er gar nicht. Ich würde schon fast sagen, wir lassen den so. Weil wenn ich den jetzt noch mit mehr PS mache, Leute, dann bricht er mir in den Kurven aus. Und das bringt uns auch nichts, wenn der dann in den Kurven immer wegrutscht. Da verlieren wir auch nur Zeit. Ich würde sagen, wir lassen den so. So, das heißt, wir haben das zweite Auto fertig. Weiter geht's mit dem nächsten Karren. So, und zwar als nächstes der Toulouse, Leute. Den habe ich ja schon mal geil aufgetunt für den Touren. Und ich glaube, das kriege ich wieder gut hin. Das ist ein aufgetunter Urus jetzt schon, Leute. Ihr seht hier mit Breitbau und so. Ich glaube, das sollte nicht so schwer sein, den Wagen geil aufzutunen. So, auch wieder hier zack auf die Hebebühne drauf und dann geht's hier los, Leute. Ey, Leute, ich sage euch Real Talk, ich möchte gewinnen, ne? Ich kann nicht nur wegen Geld, aber ich kann mir das nicht verzeihen, wenn Amir gewinnt. Der wird mir das immer vorenthalten. Okay, machen hier auch auf jeden Fall auch erstmal wieder Auto-Upgrade rein. Wichtig, Leute, die Reifen sind ein bisschen hässlich. Die müssen wir auf jeden Fall ändern. Okay, hier können wir auch den Bremssattel noch ändern. Okay, Leute, sollen wir dem Wagen, wir müssen dem Wagen auch was Knalliges, was eine richtig knallige Farbe geben wir dem. Oh, hier irgendwie so ein Bright Blue oder sowas. Zack, irgendwas Verrücktes machen wir. Oder wir machen den All-White. Ist vielleicht auch krass. So ein All-White-Urus. Nein, nein, nein. Wir machen den All-White. So, Frost-White. So, Leute, hier machen wir jetzt Kennzeichen Ruskack. Ruskack? Oh, shit, Leute. Ruskack. Nice, nice, nice. Da haben wir auf jeden Fall schon mal Army und Russik allein mit unseren Kennzeichen weggedisst. So, dann werden wir den Wagen noch weiß färben. Primärfarbe. White. Oh, All White, Leute. Geiles Auto, der All White Lamborghini Urus. Aber jetzt kommen wir natürlich zum Wichtigsten und zwar, meine Freunde, zu der Performance von dem Wagen. Hier würde ich richtig auf Kacke hauen. Ich würde sagen, wir machen hier auch 450 Mal Höchstgeschwindigkeit. Hier nochmal ein bisschen beschleunigen. Machen wir hier mal 4 und hier mal 2 oder mal 3 machen wir hier. Und dann würde ich sagen, testen wir die Kiste auch wieder, wie schnell das Ding jetzt ist. So, oh mein Gott, Leute. Let's go, let's go. Wir sind dann schon fertig mit unseren Autos. Und, oh, driftet viel bei der Beschleunigung. Muss vielleicht ein bisschen, oh shit. Also der ist natürlich sehr schnell, beschleunigt sehr schnell raus, das Auto, aber instabil leider ein bisschen.
Weil wir müssen bedenken, wir werden halt gleich auf der Rennstrecke, da geht es wirklich viel um Kurven. Schau mal, und das passiert, wenn ich um die Kurve fahre. Der driftet nur rum, der Wagen. Da müssen wir ein bisschen weniger Leistung machen. Das ist zu viel, leider. So, da bin ich einfach ganz ehrlich. Da müssen wir ein bisschen mehr Feintuning machen. So, jetzt schon besser. Ist schon besser, Leute. Driftet natürlich auch immer noch rum. Ein bisschen driften ist ja auch okay, weil der Wagen natürlich schnell ist. Aber liegt schon besser in den Kurven. Liegt besser. Oh Gott. Okay, das war jetzt, weil ich ein bisschen rumgesprungen bin. Aber so kann ich den gut fahren hier. So, dann würde ich sagen, Leute, wir sind fertig. Und ich bringe die Autos jetzt zur Rennstrecke und dann schauen wir mal, wer von uns drei der beste Tuner und Rennfahrer ist. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier angekommen bei der Rennstrecke. Die Jungs sind auch schon da. Jungs, wie hat's geklappt? Seid ihr zufrieden mit euren Ergebnissen? Ja, klar. Okay. Ich bin halt der beste Tuner, klar bin ich zufrieden. Okay, dann würde ich sagen, lass mal kurz hier angucken. Okay, hier die A-Klasse Pink. Also wir können jetzt natürlich erstmal die Optik bewerten. Oh, der AMG One, Alter, mit diesen Luftklappen hier. Ey, Leute, ich glaube, der wird gefährlich, der Wagen. Und hier der R8 auch noch wild aufgetunt mit Bodykit. Schön in deinen Lieblingsfarben, weil damit könnte ich auch noch besiegen. Ja, also Ami hat auch starke Autos, Real Talk. Also schwächste ist die A-Klasse noch. Russak hier mit dem S65 Mansory, auch schön mit dem Orange. Hier sein schwächstes Auto, die alte S-Klasse würde ich einfach mal behaupten. Und die G-Klasse auch geil. Also G63 auch wirklich schnelles Auto. Ist zwar SUV, aber klar ist AMG, Leute. Bei mir hier, Leute, guck mal bitte auf die Kennzeichen. Guck mal hier auf das Kennzeichen, Ami, von dem Cullinan. Der Witz wird auch nicht alt. Dann hier, ne? Guck mal hier hinten bei dem Urus. Was ist denn da? Russkack-Kennzeichen? Was ist das denn? Allein meine Kennzeichen machen euch schon fertig. Das will ich sagen, ne? Russkack, aber der vom Aventador ist die größte Beleidigung von allen drei. Alles klar. Ja, also das sind meine Autos. Jungs, jetzt folgendes. Ihr müsst, also wir fahren jetzt drei Rennen, jeder mit einem Auto einmal. Danach ist das Auto raus. Danach dürft ihr das nicht mehr verwenden. Also jeder darf für sich selbst einteilen, wie er welches Auto nimmt, welches Rennen er damit fährt. Okay. Dann würde ich sagen, fällt jetzt eure Entscheidung und dann werden wir das erste Rennen fahren. Leute, ich sage euch ehrlich, ich werde als erstes mal hier mit dem Cullinan fahren, damit ich das schlechteste Auto einfach direkt mal weg habe. Also ich bin mal gespannt, wie die Jungs sich entscheiden. Okay, Ami tatsächlich auch hier mit der, hat auch die Entscheidung. Okay, und Russak sehe ich hier auch gerade mit der alten S-Klasse. Das heißt, jeder will hier, glaube ich, erstmal seine schlechtesten Autos wegkriegen. Oh mein Gott, ich merke schon von der Beschleunigung her, ist mit der Cullinan, also der Cullinan ist wirklich schwer, der Wagen ganz, ganz schwierig. Aber okay, dann würde ich sagen, Leute, wir gehen hier auf die Startlinie. Eine Runde, 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, der Cullinan ist so schwer, er braucht so lange zum Beschleunigen. Okay. Hey! Ey, und Jungs, ohne Nitro, ich hoffe, ihr habt euch alle an die Regeln gehalten. Ich benutze kein Nitro, bro. Der Wagen ist so schwer, Alter. Hey! Oh mein Gott, sorry, Russik, das war nicht mit Absicht. Der Wagen ist so schwer, allein in den Kurven, man braucht... Oh mein Gott, also der Cullinan wirklich, ich bin froh, dass ich die Kiste gleich weg habe. Allein in den Kurven ist der so... Oh mein Gott, ist die A-Klasse geil für Kurven, Alter. Ey, der Cullinan ist wie ein Bus in den Kurven, Alter. Oh. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwieriges Ding hier. Shit. Okay, Russak, wie läuft's? Der perfekte Drift. Wie läuft's mit deiner alten S-Klasse? Ey, die driftet wie ein Weltmeister gerade. Ja, driften ist aber nichts Gutes beim Rennfahren. Doch, glaub mir. Okay. Ich überhol dich jetzt. Doch, ich hol dich gleich. Oh, komm. Easy. Ich hab nicht gleich. Alter, ey, der Wagen ist so schlecht in den Kurven, Mann. Ich lenk voll ein und der... Komm. Ja! Ey, Digga, ich sag euch ehrlich, Jungs, mein Auto ist so geil. Russak gecrashed, okay, wichtig. Alter. Wichtig, Zeit verloren. Ich bin über dich geflogen. So, komm. Jungs, ich mache eine kurze Mittagspause, ne? Ihr habt da keine Chance. Ja, wie er sich fühlt, ey. So, komm. Let's go. Ach, dieser Scheiß, ey Leute, der Rolls-Royce Cullinan ist, glaube ich, echt das schlechteste Auto, weil der so schwer in den Kurven liegt. Aber rein Endgeschwindigkeit ist ja ganz gut, da kommt der V12 dann wieder. Aber hier ist leider sehr viel Kurven auf der Strecke, deswegen bringt das nichts, weil der Wagen so schwerfällig ist. Hier geht es wenig um Endgeschwindigkeit. So, komm, ich komme an Ami nicht ran, ich komme nicht ran mit dieser schweren Scheißkiste, ey. Aber ich komme an dich ran! Ey, Mann! Komm. Ey, nein, Leute, wir sind auf dem letzten, aber es ist wirklich, also... Wie läuft's? Nicht gut. Das kommt davon, wenn man Auge bei mir macht. Komm. Ach, Leute, ich glaube nicht, dass ich dieses Rennen noch was gerissen kriege. Aber alles easy. Es ist ja gerade mal das schlechteste Auto gewesen. Alles gut. Alles gut, Leute. Komm. Ey, Leute, das ist so... Rolls-Royce Cullinan, was soll ich sagen, Leute? Das ist ein elegantes, schweres Auto. Für Luxus, das ist kein Rennwagen. Ich habe das Beste, glaube ich, rausgeholt, aber... Mehr geht nicht. Max, Alter, bist du auch mal da? Ja, Leute, ich muss sagen, es wird schwierig mit dem Cullinan. Aber das bedeutet, Amir hat den ersten Punkt gesichert. So, also Russek, es bringt auch nichts, Zweiter zu sein. Es geht nur darum, gewinnen.
Wenn du gewinnst, kriegst du einen Punkt. Bro, was soll ich machen? Ich hab hier ein Auto aus Baujahr 1980. Ja, alles gut, aber... Okay, wir machen dann weiter direkt. Leute, es lief gerade nicht so gut, aber weiter geht's. Wisst ihr was als nächstes? Ich brauche jetzt unbedingt einen Punkt. Als nächstes nehme ich dann den Aventador, Leute. Ich werde jetzt meine Geheimwaffe auspacken. Oh, Leute, Armin nimmt seinen AMG-1, Alter. Der will hier wirklich den Win sichern. Und Russack in dem S-Mansory. Auch kein schlechtes Auto, aber Leute, ich sage euch ehrlich, hier der Aventador, der tritt durch. Der Wagen tritt durch. So. Okay, Leute, zweite Runde kommt an die Startlinie. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt einen Sieg holen, ne? Das dritte Auto, die gar nicht tunen müssen. Das war nur Tuning-Verschwendung. Okay, dann 3, 2, 1, let's go! Oh, nice, beschleunigt, nice. So, und... Wow. Leute, der Aventador ist wirklich cracked. Der ist wirklich cracked. Schön auch in den Kurven. Ich bretter wirklich mit 200 in die Kurve. Der nimmt die. Oh, Leute, ich hab den... Oh, nein. Kleiner Fahrfehler, aber alles gut. Er nimmt die Kurven wirklich sehr, sehr gut. Leute. So... Und weiter geht's. Ich versuche hier ein bisschen Ideallinie zu fahren. Hier innen entlang. Boah, der One ist scheiße für Kurven. So, ja, ich glaube, der One ist auch sehr, sehr auf Highspeed. Ja. Oh, Leute, der Aventador, richtig gut. Ich fahre hier gerade wirklich fast flawless mit der Kiste. Real Talk. Ja, hast du falsch getuned. Vielleicht manchmal, ja. Ich bin halt unerfahrene Tuner da sind. Da kann halt das Beste. Da kann halt das beste Auto. Aventador und er macht noch dick Lippe. Das beste Auto bringt halt auch nichts, wenn der Tuner damit nichts anfangen kann. Ey, Leute, das will noch ein bisschen provozieren. Ey, Jungs, ich habe eine S-Klasse, die ist einfach nicht gemacht für diese Strecke. Ja, aber S-Klasse, S63 auch schon sportlich, Digga. Es gibt Schlechteres. Jungs, es ist einfach so, wie es ist. Bro, ich bin gerade mit einem Bus gefahren, Digga. Oh, schön. Und, Leute, wir sind auf der Zielgeraden. Kickdown durch. Woohoo! Ey, Jungs, wo seid ihr denn? Boah, Leute, wichtig. Das war ganz, ganz wichtig, der Win. Ey, Leute, guck mal, wie lange ich schon im Ziel bin. Und da kommen die erst hinterher. Oh mein Gott. Okay, das heißt, Russack wieder Zweiter, Amir Dritter. Ey, Leute, das bedeutet, es ist aktuell komplett gleich, also was die Punktestände angeht. Jeder hat quasi gleich viel von der Platzierung her, ist auf demselben Level. Und sowohl Amir als auch ich haben einen Punkt. Es kann sich aber noch alles ändern. Ich würde sagen, Leute, weiter geht's. Es kann halt jetzt entweder sein, Amir gewinnt das Gesamtding. Ich gewinne das Gesamtding. Oder Russack gewinnt jetzt mal. Dann wäre tatsächlich komplett unentschieden zwischen uns. Und wir müssten das Ganze wiederholen. Leute, das Finale. Nehmt euer letztes Auto. In meinem Fall ist das der Lamborghini Urus. Bei Russack ist es ein G63. Also beide SUVs. Und Amir hat hier, würde ich sagen, einen Vorteil, weil er hat einen Audi R8, also einen Sportwagen. So, dann zeigt mal her, Leute. Also sagt ihr, ne? 3.000 Euro, Max. Ja, es geht jetzt um alles. Jetzt geht's um alles. 3.000 Euro. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Oh, Leute! Oh nein, oh mein Gott, ich bin ausgebrochen. Nein. Ich hab übertrieben bei dem Wagen. Jawohl! Kurve genommen! Scheiße, Mann. Armin war gut. Hä? Warte mal. Ey, lol, mein Wagen hat... Der Wagen ist auf einmal gerade einfach nicht mehr gefahren. Okay. Oh, ey, nein. Ich habe gewusst, ich hätte ein bisschen weniger... Leute, das ist das Ding. Und zwar, der Wagen bricht sehr krass aus in den Kurven. Ich habe gewusst, ich hätte ein bisschen weniger Power machen sollen. Ich habe noch überlegt, Leute. Aber machst du auch nicht so gut als Tuner, hä? Ja, ich habe schon ein bisschen weniger gemacht vorhin beim Testen, aber es ist trotzdem zu viel. Ist zu viel bei der Kiste. Okay, Leute, wir müssen jetzt Armin hinterher. Aber Armin darf es nicht zu krass Jungs, wollen. Meine Gegner sind so schlecht in den Kurven. Ja, hey, Armin hat hier tatsächlich gerade noch das beste Auto. Ist natürlich bei der Challenge auch immer ein bisschen Glück, wer welches Auto zieht. Aber alles gut. Komm. Nein, ich spreche aus! Nein! Ich war an ihm dran. Ach, Leute, Max, schön. Schön geschmeidig die Kurven nehmen, das ist das Wichtigste. An den Geraden kannst du Speed holen. Der Wagen ist so schlecht in den Kurven. Mann! Oh mein Gott, let's go! Ich bin besserer Tuner! Ich bin besser Rennfahrer! Besser als der Crimex! Ey Leute, ich wusste, wenn Armin gewinnt, dann kann ich mir das bis zur nächsten Challenge anhören. Armin ist der Beste. Ey Max! Immer am Rumdriften ist hier, Mann. Max, ich kann dir, wenn du willst, ich kann dir einen Kurs geben für Tuning und Rennfahren. Zwei in einem Paket. Ach, halt dein Schandmaul. Aber du musst mich nur Lehrer Amir nennen, ja, oder Herr Amir. Ey, Leute, guck mal, wie ich am Rumrutschen bin mit der Kiste. Wo ist denn eigentlich Russack, Alter? Ey, meine G-Klasse macht Faxen in den Kurven, Jungs. Was soll ich denn machen? Die G-Klasse fährt besser an der Bande entlang, anstatt auf der Straße, ey. Ja, das ist diese SUVs, Bro. Ich merk's auch jetzt wieder. Die haben wirklich einen Wendekreis, ne? Gerade bei so einer Kurvenstrecke. Oh, wir gehen auf die Züge gerade los. Nein. Hätte nicht Russack jetzt gewinnen können, Mann? Scheiße! Mann, Jungs, was soll man da machen, ey? Nein! Und rückwärts gewonnen!
Ey, warte mal. Das müssen wir eigentlich nochmal in der Wiederholung kurz gucken. Nein, kannst du gerne gucken, ey, Digga. Ich weiß doch, also wenn du wirklich durch deine Faxen gerade deinen ersten Platz verloren hast, dann wäre das so cringe. Aber guck, ich gehe jetzt. Nach, ich weiß. Ich werde gleich nochmal nachgucken. Ich werde jetzt aber mal davon ausgehen, dass Amir tatsächlich gerade vor dem Ziel war. Nein. Leute. Okay, was soll ich sagen? Es war die Challenge. Amir hat gewonnen. Russa, ich hab doch gesagt, ich hab in allen Büchern nachgeschaut. Du bist nicht besser als ich. Ganz einfach. Hey, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt die Jungs aus und bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymix.